Irre, irre, irre. Also wenn man steigen natürlich die Zahlen, man müsste auch dazu die Zahlen sehen. Aber was heißt dieser Wahnsinn, diese Hysterie für uns und warum hätte man es sehen können? Im Jahr 2010 hat die Rockefeller Stiftung einen Report herausgegeben über Szenarien für die Zukunft der Technologie. Und in diesem Report, da sind Dinge drin, da wird es einem Angst und Bange. Ein Szenario heißt im Gleichschritt. Und in diesem Gleichschritt-Szenario geht es um Folgendes. Legt die Welt lahm. Millionen von Toten. China geht autoritär an die Sache ran, der Westen locker. Also Reisewarnungen, aber keine Reiseverbote und so weiter und so fort. Das klappt im Westen nicht. Die Politiker merken, autoritär ist besser. Masken, Reiseverbote, Quarantänemaßnahmen, Datenerfassung, all das steht da drin vor 10 Jahren. Und dann merken die westlichen Politiker, dass autoritär ja ganz gut ist. Man braucht das Wahlvolk nicht mehr zu fragen. Es gibt Gegenbewegungen, die Menschen gehen auf die Straße, es gibt Proteste, aber die große Mehrheit schluckt es. Und genau das passiert, was in diesem Report vor 10 Jahren stand. Das beängstigt. Und ein Virus, natürlich ist das real, wir wollen es nicht ableugnen, aber es ist natürlich der ideale Beschleuniger für die Befürworter des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, des Überwachungsstaates, der Digitalisierung. Denn Digitalisierung ist, wenn wir das nicht vernünftig gesetzlich regeln, gleich Überwachungsstaat. Und der Westen hat gemerkt, das autoritäre chinesische Modell ist doch gut. Und China treibt den Westen vor sich her. Deswegen gibt es auch keine Systemkonkurrenz, weil zum Beispiel in einer Provinz jetzt mal eben 10 Millionen Menschen getestet. China kann sich das leisten, das kostet die nicht viel, die haben das sehr effizient und bei uns schafft es dann große Mühe, das nachzuholen. Das sind quasi Kosten eines Rüstungswettlaufes gegen das. Wie sinnvoll das ist, sei dahingestellt. Welche Trends haben wir? Wir haben die zunehmende Verschuldung des Weltfinanzsystems. Da schreiben ich und viele andere schon seit 20 Jahren drüber und es geht immer weiter, weiter, weiter. Und wann kollabiert das Ding? Also ich glaube, jetzt haben wir bald die Lösung. Wir haben den Aufstieg Chinas und den Abstieg der USA. Das ist eine Sache, die ich seit 2006 schreibe. 2006 in der Crash kommt, habe ich geschrieben. 2016 wird China die USA überholen. Und es ist 2013 schon passiert. Also China ist viel schneller an den USA vorbeigezogen nach der Menge der realen Güter und Dienstleistungen, wie von mir prognostiziert. Dann haben wir den Abstieg der Mittelschicht. Und was darauf folgt, ist vielleicht ein Reset, ein Neustart, ein großer Neustart, ein großer Reset. So, und im Schock werden wir nach günstigsten Voraussetzungen doppelt so starken Wirtschaftseinbruch haben wie in der Weltfinanzkrise 2008, 2009. Also im günstigsten Falle 10% des BIP und wenn wir einen Lockdown nach dem anderen machen, geht das auch schnell auf 20%. Das ist real. 20%, da sind wir irgendwann bald beim Niveau der großen Depression der Weltwirtschaftskrise. Wer kann das wollen? Ich meine, es gibt ja Proteste. Also warum machen wir diesen Irrsinn? Und es gibt natürlich Interessen, denen das zugutekommt. Einmal unseren Politikern, die qua Notverordnung mit einer Art Kriegskabinett regieren. So muss man es ja mittlerweile fast nennen. So hat es auch Alexander Gauland von der Alternativen für Deutschland genannt. Und wo er recht hat, hat er recht. So, warum treiben wir also die Wirtschaft in den Ruin aufgrund eines mit doch recht begrenzter Sterblichkeit? Durch Covid gehen die Schulden nochmal rauf. Und Sie sehen hier den Anstieg am Ende schon mal um weitere 20-30%. Und da ist der Einbruch der Wirtschaftsleistung noch gar nicht drin. Also es könnte sein, dass die Schuldenlast der Welt nochmal eben ganz locker um 50% springt oder 60 sogar. Und das kriege ich natürlich nur los durch Inflation, durch Enteignung, zum Beispiel Sondersteuern auch oder auch durch Schuldenstreichungen, indem ich einfach Nullen streiche bei den Bankbilanzen oder bei verschiedenen Guthaben. Ich werde aus diesen Schulden anderweitig nicht mehr rauskommen. Auch das sage ich seit Jahren und es wird nur noch deutlicher jetzt nach Corona. Die Staatsschulden in den USA sind mittlerweile auf dem höchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg und sie werden weiter steigen. Und da gibt es keinen Weg raus, außer man macht eine große Neuordnung. Was passiert dann zusätzlich? Die Mittelschicht steigt ab. Die Mittelschicht. Und damit haben wir Unruhen, Populismus, berechtigte Proteste, die ja auch gerne als Populismus abgetan werden. Also diese Unruhen in der Mittelschicht, die sind ja real. Und das hat ursächlich zum Teil mit der Notenbankpolitik und der Zinspolitik der Notenbanken zu tun. Wenn Sie hier auf dieser
Grafik, die Sie auch in Weltsystemcrash finden, nachschauen, dann sehen Sie, dass viele Assetpreise, also Vermögenspreise, Immobilien, Ackerland, selbst Anleihen, Aktien hochgesprungen sind, während die realen Größen wie die Wirtschaftsleistung, Inflation, Löhne und Gehälter zurückgeblieben sind. Das hier geht von 2008 bis 2018. Jetzt haben wir natürlich seit 2 Jahren auch einen schönen Preisanstieg beim Gold. Der Zug ist losgefahren, aber ist noch längst nicht am Ziel angekommen bei Gold. Der fährt noch ziemlich lange weiter. Inflation gibt es, zwar nicht bei Gütern so sehr, aber bei Dienstleistungen, bei wichtigen Dienstleistungen wie Gesundheit, wie Ausbildung, wie auch Verkehr. Also die Mittelschicht wird auch da geschröpft. Dazu kommen Sondersteuern, Abgaben, auch die mittlerweile gekippten, erhöhten Gebühren, die zielen ja auf die Mittelschicht. Die Unterschicht hat zum Teil keine Autos, also die ökonomische Unterschicht, die wehre mich etwas gegen diese Begriffe, aber die Ärmeren haben so oft keine Autos. Und die Reichen lassen sich chauffieren. Also diese Maßnahmen treffen ja asymmetrisch genau die Mittelschicht, den Träger eigentlich der Demokratie und der bürgerlichen Gesellschaft. Großer Neustart, wenn das System vor die Wand fährt, was jetzt ja immer klarer wird, und es wird ja weiter vor die Wand getrieben, also mit diesem Irrsinns-Lockdown zum Beispiel, dann steht irgendwann ein Neustart an. Und genau das scheint gewollt zu sein. Vor 5 Jahren war Willem Middelkoop, ein holländischer Goldfondsmanager, bei uns zu Gast auf dem Privatinvestortag und sprach über den großen Neustart. Er hat ein Buch geschrieben und ich habe für die deutsche Ausgabe das Vorwort geschrieben. The Big Reset. Und in ungefähr 100 kleinen Kapiteln hat er argumentiert, warum dieser Neustart kommen muss. Jetzt raten Sie mal, unter welchem Motto das dies World Economic Forum in Davos steht. The Great Reset, der große Neustart. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind es Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es 2 große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt extrem überteuert. Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen, wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen und man wird es Ihnen mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung, und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der 2. große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem 2. Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine 3. Möglichkeit, an die niemand denkt, und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.